Heute zeige ich dir die beste Methode, wie du lernen kannst, deinen Equalizer richtig einzustellen. Geht gleich los. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Heute geht es aber ganz allgemein um den Equalizer und wie du ihn am besten lernst, richtig einzustellen. Der Equalizer ist mit Sicherheit eines seiner wichtigsten Mixing-Werkzeuge. Mit ihm kannst du Elemente, die sich im Mix maskieren, entzerren. Du kannst schlecht klingende Frequenzen absenken oder gut klingende Frequenzen unterstützen. Trotzdem weiß ich aus den vielen E-Mails, die ich mittlerweile von euch bekomme, dass viele sich sehr, sehr schwer tun, die richtigen oder falschen Frequenzen überhaupt zu hören. Das heißt, viele von euch haben Probleme, rauszufinden, was sie denn eigentlich nun hören sollen. Ja, du hörst praktisch, ein Gesang klingt schlecht oder ein ganzer Mix klingt schlecht, aber wo sollst du jetzt suchen oder welche Frequenz ist denn die, die du absenken musst, damit dein Mix nicht mehr mumpfig klingt oder nicht mehr dumpf oder nicht mehr so kreischig? Und was machst du? Du schaust den YouTube-Tutorial an und der YouTuber sagt, okay, die beste Methode, um Frequenzen zu finden, die gut oder schlecht klingen, ist das sogenannte Sweepen, also die Filterfahrt durch die einzelnen Frequenzgebiete. Das heißt, du nimmst einen Glockenfilter, machst den sehr, sehr spitz, hebst ihn um 8 oder 10 dB an und fährst dann durch die Frequenzbereiche und versuchst dann zu hören, welche Frequenz klingt gut oder welche Frequenz klingt schlecht. Wenn du einen Frequenzbereich so massiv, so stark und so spitz anhebst, dann wird er immer irgendwie komisch klingen, weil du das Signal oder die Frequenz, den natürlichen Frequenzbereich von der Quelle, sei es jetzt Gesang oder ein Instrument, ja total verstellst und total umstellst, also künstlich unnatürlich sozusagen machst. Und deswegen wirst du immer mit dieser Methode, mit dem Sweepen, immer irgendwas finden, was komisch oder unnatürlich klingt. Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Problem Nummer 2 bei der Sweeping-Methode ist, dass deine Ohren einfach schlau sind. Die haben sozusagen eingebaute Equalizer oder Kompressoren und deine Ohren werden, um dich zu schützen, irgendwas unangenehm Klingendes immer versuchen, für dich passend zu machen. Und deswegen möchte ich dir heute eine Möglichkeit zeigen, wie das viel, viel besser geht. Und diese Möglichkeit ist, die Klangeigenschaften einzelner Frequenzbereiche einfach zu lernen. Ja, das klingt jetzt natürlich nach keiner schnellen Methode, ist es auch nicht. Das klingt vielleicht ein bisschen langweilig, das klingt nach Arbeit und ja, das ist es auch. Aber ich verspreche dir, mit dieser Methode wirst du wesentlich schneller und wesentlich effektiver zum Ziel kommen. Wie das genau funktioniert, das zeige ich dir jetzt im Projekt. Okay, wir sind im Projekt und was du jetzt hier siehst, ist ein kompletter Mix, ein komplettes Mixing-Projekt und hier habe ich jetzt in den Stereo Out oder in den Master Fader habe ich einen Equalizer geladen. Was wir jetzt machen werden, ist, wir werden einzelne Frequenzbereiche anheben oder absenken und dann werden wir versuchen herauszufinden, was sind denn die speziellen Klangeigenschaften oder was ist charakteristisch für bestimmte Frequenzbereiche. Noch ganz kurz ein Wort zu Frequenzbereichen. Es ist nicht gesetzlich festgeschrieben, wann ein Frequenzbereich anfängt und wann einer aufhört. Also es ist nicht festgeschrieben irgendwo, von wann bis wann geht der Bassbereich, von wo bis wo geht der Mittenbereich. Deswegen erkläre ich dir jetzt so, wie ich es gelernt habe und du wirst aber auch ganz andere Frequenztabellen finden. Aber ich finde das so für mich logisch und ich hoffe, dass es für dich auch logisch klingt. Und nachher, wenn wir damit durch sind, sollte es dir wesentlich einfacher fallen, wenn zum Beispiel dein Mix dumpf klingt, zu wissen, wo soll ich suchen oder wo soll ich sweepen. So kannst du die Frequenzübeltäter, sage ich mal, viel schneller ausfindig machen. Fangen wir mal an, wir hören erstmal in den Mix rein, ohne dass ich jetzt hier irgendwas mache mit dem EQ. My long companion through the fall, winter's end is here. I've been remembered after all, for every bro. Okay, also mit diesem Mix werden wir arbeiten und der Equalizer ist im Master Fader. Fangen wir mal an mit der ersten Frequenz, so wie ich es gelernt habe, so wie ich es dir jetzt gerne auch beibringen möchte und das ist der Sub-Bass-Bereich, ja, der geht in meiner Frequenztabelle hier von 16 bis 60 Hertz. Wenn du jetzt hier was hören möchtest, das ist klar, brauchst du entweder gutes Paar Kopfhörer oder gute Boxen, denn dieser Bereich wird mehr gefühlt als gehört. Ja. Den spürst du in der Magengrube und gerade die Filmindustrie benutzt diesen oft. Du hast bestimmt schon mal King Kong gehört, wenn er sich der Stadt nähert, um sie zu zerstören, diese tiefen Fußstampfer oder sowas, das ist der Sub-Bass, den du deinem Magen spürst. Und den hebe ich jetzt mal an. Wie gesagt, kommt jetzt drauf an, was du für Boxen oder für Kopfhörer hast und ob du überhaupt was hörst hier jetzt. My long companion through the fall, winter's end is here. I've been
Also, kommt jetzt drauf an, vielleicht hörst du auch nichts, wenn du es nur mit dem Handy hörst, aber charakteristisch für die Subbässe ist das, sind vor allem Naturklänge, eben ne, auch Gewitter oder Wellen oder Wind oder eben Fußstampfe oder solche Sachen, auch wenn irgendwie ein Auto runterfällt, ja, irgendwelche Crashs, da hörst du viele Subbässe. Es klingt also mächtig, es klingt eindrucksvoll, es klingt groß und teilweise auch wird es dazu als Stilmittel benutzt, gerade bei Filmen, um dir Angst zu machen, ja, weil diese Bässe so tief sind. Kommen wir zum nächsten Bereich und das ist der Bassbereich. Der geht jetzt hier in meiner Tabelle von 60 bis 250 Hertz. So habe ich es gelernt. Bassfrequenzen haben sehr viel Energie und müssen, um von unserem Ohr wahrgenommen zu werden, im Verhältnis zu mittigen Frequenzen lauter sein. Heben wir jetzt diese Bassfrequenz, diesen Bassbereich von 60 bis 250 Hertz mal an. Das ist jetzt natürlich viel zu stark angehoben, aber in dem Fall geht es jetzt einfach darum, rauszubekommen, was ist denn charakteristisch jetzt hier für diesen Bassbereich. Also was wir jetzt raushören, was du rausgehört hast, ist Druck. Es klingt mächtig, es klingt kräftig. Hier ist zum Beispiel auch der Grundton der Bassdrum, so zwischen 80 und 100 Hertz zu Hause. Die Grundtöne vom Bass sind hier zu Hause. Das heißt, ein ausgewogener Bassanteil im Mix wird einen Mix kräftig, druckvoll und mit viel Punch erscheinen lassen. Eine Überbetonung im Bassbereich kann dazu führen, also so wie ich es jetzt gemacht habe, ist, dass die Bassfrequenzen alle anderen Frequenzen überlagern und dass dein Mix sehr, sehr dumpf klingt, dass du eigentlich nur noch Bass hörst und dass du überhaupt keine anderen Instrumente hörst, dass der Bass praktisch alles überlagert. Deswegen solltest du auch aufpassen, dass du den Bassbereich natürlich nicht zu hoch ansetzt. Und damit kommen wir weiter zum Tiefmittenbereich. Den habe ich hier bei 140 bis 2000 Hertz. Ich weiß, das ist ein relativ großer Bereich. Dennoch macht er für mich Sinn, denn hier findest du viele harmonische Klänge, die den Klangcharakter und die Klangfarbe von vielen Instrumenten definieren. Und viele Instrumente entwickeln auch hier ihre Klangfülle und ihre Wärme, wie zum Beispiel Akustikgitarren, Piano und so weiter. Hören wir mal rein, was passiert, wenn ich diesen Bereich jetzt hier extrem anhebe. Also wenn ich diesen Bereich hier zu stark anhebe, das hast du wahrscheinlich auch gehört und vielleicht kennst du auch hier diese böse 400-Hertz-Frequenz, von der oft gesprochen wird. In diesem Bereich, wenn du es übertreibst, wie ich es jetzt hier gerade gemacht habe, dann klingt dein Mix gerne dumpf und du hast den berühmten Klangmatsch, diesen Klangmatsch, der mumpfig klingt, der dumpf und undefiniert klingt. Wenn dein Tiefmittenbereich ordentlich definiert ist, dann spricht man gerne von einem warmen, von einem satten Mix oder auch von einem Mix, der viel Body hat. Aber wie gesagt, pass auf, übertreibe nicht, denn ansonsten hast du den besagten Klangmatsch und damit kommen wir zu den Hochmitten. Die befinden sich bei 1 bis 4 Kilohertz und im Hochmittenbereich findest du Frequenzen, die deinen Mix klarer und transparenter machen können. Oftmals sind es E-Gitarren und Snares, die hier ihre Klangcharakteristik entwickeln. Und auch diesen Bereich hebe ich jetzt mal stark an. Also wenn ich diesen Bereich hier zu stark anhebe, das waren jetzt 8 dB, dann klingt dein Mix nasal, er klingt dröhnend, er klingt sehr, sehr unangenehm, fast kreischig. Hast gehört, wenn der Sänger da singt und ein bisschen näher ans Mikrofon geht, das kann richtig unangenehm für die Ohren werden. Also da solltest du aufpassen, dass du nicht zu stark anhebst und wenn du in deinem Mix was Kreischiges, was Nasales, was dröhnend Unangenehmes feststellst, dann ist es wahrscheinlich der Hochmittenbereich um 1 bis 4 Kilohertz. Und insgesamt vom Komplettmix her kannst du diesen Frequenzbereich dazu nutzen, um einen klaren, sauberen, transparenten Mix zu bekommen. Übrigens, wenn dich das hier interessiert, ich habe dir hier alles auch nochmal aufgeschrieben in einem PDF. Da habe ich dir das schriftlich festgehalten, in so einem Spickzettel, alles, was wir hier jetzt besprechen.
Das kannst du dir runterladen, habe ich dir im ersten Kommentar unten angepinnt und kannst nochmal so ein bisschen nachschauen, okay, jetzt klingt es dröhnend, was könnte das sein, okay, das könnten die Hochmitten sein und so weiter. Also unbedingt empfehlenswert, habe ich im ersten Kommentar angepinnt, kannst du dir ausdrucken. Und damit geht es gleich weiter zum nächsten Bereich und das ist der Bereich der Präsenzen. Der Präsenzbereich, der ist zwischen 3 und 6 Kilohertz. Du hast jetzt oder du siehst jetzt, dass sich die Hochmitten, habe ich gesagt, 1 bis 4 Kilohertz, Präsenzbereich 3 bis 6 Kilohertz, dass sich die Sache so ein bisschen überschneidet. Ist auch hier ein bisschen uneinig, aber wie gesagt, man kann das nicht so hundertprozentig genau festlegen, wann endet welcher Bereich. Und auch diesen Präsenzbereich, den hebe ich jetzt mal stark an und wir schauen, was passiert. In a house on fire, Yahweh running after me. With the world. Ja, hatte ich jetzt vorher in diesem Hochmittenbereich gesagt, den Sänger kannst du damit hochholen oder kannst du damit vorholen. Allerdings ist es jetzt so, dass wenn ich das so stark anhebe, hier auch wieder um 8 dB, hörst du auch, dass es sich, dass der Mix sehr scharf klingt. Und in seinem Fall sind jetzt die Sibilanten hier, diese S, Z und P-Geräusche sind jetzt hier sehr, sehr stark rausgekommen. So stark, dass es unangenehm ist. Manchmal ist das auch noch im Bereich weiter oben, aber in seinem Fall war das jetzt hier diese Sch. Hast du gehört, dass die sehr, sehr unangenehm sind, weil sie einfach sehr, sehr laut waren. Auch wenn du Gitarren, E-Gitarren hier gerade im Metal-Bereich, wenn die hier stark angehoben werden, das kann richtig in den Ohren klingeln, ja. Weil das ist der Präsenzbereich, also der macht Sachen präsenter tatsächlich und wie gesagt, gerade bei verzerrten Gitarren oder auch bei einem hohen Piano-Figur oder Arpeggiator-Figur, die sehr hoch ist, kann es richtig in den Ohren klingeln. Wenn du also das Gefühl hast, dass dir bei deinem Mix die Ohren klingeln oder dass es sehr, sehr scharf, unangenehm klingt, dann solltest du im Präsenzbereich suchen. Wenn dein Präsenzbereich ausgewogen ist, dann spricht man von einem nahen, klaren, direkten und deutlichen Mix. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Bereich. Das ist der Höhenbereich von 6 bis 16 Kilohertz. In diesem Bereich findest du zum Beispiel sehr viele Cymbals, also Becken von Schlagzeugen oder auch Anstreichgeräusche von Streichern, Anblasgeräusche von Blechbläsern. Oder bei anderen Sängern zum Beispiel auch diese Plosivlaute, haben wir jetzt gerade schon weiter unten gefunden. Und auch diesen Bereich heben wir jetzt einfach mal extrem übertrieben an. Ich schalte erst ab und dann zu. Was dir jetzt vielleicht hier auch aufgefallen ist, wenn ich diesen Bereich anhebe, es war jetzt zu extrem, kann es oftmals vorkommen, gerade in diesem Bereich, dass der Mix auf den ersten Blick oder auf den ersten Hörer etwas besser klingt, weil du diese Höhen anhebst. Er klingt dadurch einfach luftiger, ein bisschen glänziger, aber wenn du ihn so stark anhebst, dann wirkt das auf die Dauer oder ein Mix, der mit so einem stark angehobenen Höhenbereich wirkt auf die Dauer extrem ermüdend für die Ohren. Wenn du deinen Höhenbereich richtig anhebst, wenn du hier alles richtig machst, dann spricht man gerne von einem transparenten, von einem brillanten und von einem luftigen Mix. Also ich hoffe, du verstehst in ungefähr bis hierher, was die einzelnen Charakteristiken von diesen Frequenzbereichen sind. Und ich lade dich gerne dazu ein, nimm mal einen Gesamtmix von dir her und schau mal, was du feststellen kannst in deinem Mix bezüglich dieser Frequenzbereiche. Jetzt kann man Frequenzbereiche natürlich nicht nur richtig machen oder überbetonen, sondern man kann sie auch unterbetonen. Und auch das machen wir jetzt mal. Ich lasse jetzt hier den Sub-Bass-Bereich weg, weil die meisten von euch wahrscheinlich jetzt nicht so eine Anlage haben, dass sie das überhaupt hören können oder solche Boxen. Aber wir fangen wieder beim Bassbereich an, 60 bis 250 Hertz. Und jetzt senke ich diesen Bereich ab. Und wir hören einfach mal, was passiert mit dem Mix, wenn ich diesen Bereich hier auch wieder extrem absenke, also den Bassbereich.
merkst also richtig, wenn hier, wenn ich den Bassbereich hier rausziehe, wie praktisch dieser komplette Mix hier einbricht im Low-End. Also du hörst weniger Bass, die Bassdrum rückt auf einmal nach hinten. Es fehlt das komplette satte Fundament dieses Mixes. Und genau das passiert, wenn du den Bassbereich zu unterbetont hast. Wenn da zu wenig los ist, dann klingt dein Mix kraftlos, ohne Druck, und man spricht auch von einem sehr dünnen Mix. Ja? Deswegen solltest du darauf achten, hörst du genug Punch, hörst du genug Bassdrum, hörst du genug Bass, hörst du das auch wirklich definiert? Wenn das nicht so ist, dann solltest du nach deinem Bassbereich im Mix schauen. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir den Tiefmittenbereich absenken. Wenn ich den Tiefmittenbereich absenke, dann spricht man, das hast du jetzt auch deutlich gehört, ja, dann klingt der Mix irgendwie hohl. Irgendwie, ja, hohl kann man sagen. Man spricht hier übrigens auch von dem Badewannenmix, weil es so ein bisschen so wie eine Badewanne aussieht. Und du hast einfach im Tiefmittenbereich zu wenig Instrumente im Arrangement oder hast die zu stark abgesenkt. Machen wir mal weiter mit den Hochmitten und senken die ab. Wenn hier zu wenig los ist bei den Hochmitten, also hier ist jetzt irgendwo, war es hier ein bisschen weiter höher, ist auch die Snare mit einigen Frequenzen zu Hause. Das heißt, wenn ich das hier stark absenke, dann hörst du, wie die Snare so ein bisschen zurückpoppt. Und du hast auch gehört, dass die Akustikgitarren, diese rhythmischen Gitarren, die hier spielen, dass die auch im Mix so ein bisschen zurückfahren und dass die irgendwie fehlen. Und dass hier dieses rhythmische Element einfach unterrepräsentiert ist und auch der Gesang irgendwie ein bisschen dumpf und ein bisschen unnatürlich klingt. Ja? Machen wir mal weiter mit dem Präsenzbereich, auch den werde ich jetzt absenken. Was du jetzt hörst, wenn ich diesen Präsenzbereich absenke, dann klingt der Mix irgendwie komisch indirekt und uninteressant. Also gerade hier auch nochmal diese E-Gitarrenmelodie zum Beispiel wird lascher. Der Gesang fährt ein bisschen zurück. Es klingt irgendwie ein bisschen so, als wäre eine Decke vor den Boxen, als würdest du im Raum daneben stehen und würdest von dort den Mix hören. Also es fehlen einfach diese wichtigen Frequenzbereiche. Und dieser wichtige Präsenzbereich, der den Mix einfach ein bisschen mehr in the face macht und der dir suggeriert, dass der Mix oder der Sänger sehr, sehr nah vor dir ist. Also zu wenig im Präsenzbereich klingt der Mix indirekt, lasch und einfach uninteressant. Und jetzt, zu guter Letzt, senken wir noch die Höhen ab und schauen, was dann passiert. Was wir jetzt haben, wenn ich den Höhenbereich zwischen 6 und 16 kHz absenke, ist das, ich nenne es mal Amateur-Mix-Phänomen. Also du hörst, dass die Brillanz einfach fehlt. Ja? Es fehlt die Brillanz, der Mix klingt glanzlos und matt. Das ist jetzt immer ziemlich schwierig, jetzt hier eine Balance zu finden. Oder da finde ich es mit am schwierigsten, hier im oberen Bereich und auch im Low-End-Bereich, finde ich es mit am schwierigsten, denn senkst du zu viel ab, klingst du so ein bisschen dumpf amateurmäßig. Hebst du zu viel an, wirkt es für den Hörer wahrscheinlich auch amateurmäßig, weil es kreischig ist und weil es sehr ermüdend ist, dieses Gezischel von den Becken und von der Hi-Hat und
das nervt dann wiederum. Deswegen ist es auch hier wichtig, dass du im Höhenbereich hier deinen Sweet Spot findest, wo dein Mix ausgeglichen klingt. Jetzt die Frage an dich, hat dir das hier weitergeholfen mit den Frequenzbereichen, mit den Klangeigenschaften? Wirst du das mal versuchen? Wirst du dir mal hier meinen Merkzettel ausdrucken und das mal ausprobieren? Ich rate es dir auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich konnte es für dich verständlich erklären. Schreib es mir mal in die Kommentare, ob du damit versuchen wirst zu arbeiten. Mich würde es sehr freuen, wenn ich dir das ein bisschen näher bringen konnte und wenn du jetzt vielleicht in nächster Zeit nicht mehr so viel sweepen musst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben oder über einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!